Willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte dir heute hier diesen Fendt Vario 822 vorstellen und es geht dann auch natürlich gleich los. So, sind wir im Shop angekommen und schauen wir uns hier unseren Fendt 800 Vario S4 Profi Plus an, was der kostet und was wir alles machen können. Der kostet 231.745 Euro, 60 km/h soll das schnell sein, 505 Liter Tankvolumen, 226 PS hast du und 166 kW und 320 Euro Unterhalt. Du kannst ihn hier optimieren. Wir kaufen jetzt einmal ihn normal und werden ihn dann gemeinsam uns anschauen, was es da alles gibt. Und jetzt sind wir hier schon mal drin. Ich finde den sehr gut. Wir werden jetzt einmal allererstes Mal hier die Pendelachse mal kontrollieren, wie viel Spiel die hat und so. Ich finde, das ist eines immer der wichtigsten Sachen, wenn du eine Karte spielst, die was uneben ist. Da siehst du jetzt hier, ist sehr gut verbaut mit viel Spiel. Und wir testen allererstes jetzt da hier unseren Fronthelektraulik mit die dynamischen Schläuche. Sind wir jetzt hier dran? Schläuche sind angeschlossen, wie wir sehen, vorne. Dann gehen wir jetzt gleich hinten. So. Mal jetzt hinten angehängt. Dann sehen wir hier die auch alle angeschlossen. Und wir werden mal die F1 mal das ausblenden. Dann testen wir mal die Zapfwelle. Mal hinten haben. Das passt hier auch. Und vorne testen wir jetzt auch, weil wir können ja den ja Fahrtrichtung ändern. Und da werden wir dann gleich eine Überraschung haben, weil dann rückt es so runter. Da stimmt was nicht. Wenn ich jetzt auf V drücke, dann geht das dann schon, aber so her. Das ist aber jetzt mit einer Gruppe oder sowas habe ich das vor der Angehängt. Da ist das ist nicht dieses Problem. Das ist auch so eigenartig. Dann können wir jetzt mal hier testen, ob der den hier vorne auch nimmt. Der nimmt den hier vorne auch. Dann gehen hier die Schläuche auch dran und das Kabel. Tala. Reifen, Stoppen, Spuren macht er genauso. Dann gehen wir jetzt hier. Dann sehen wir jetzt, dass das hier passt. Und dann drehen wir um, weil wir wissen wollen, hinten das. Und dann schauen wir uns dann nachher an, was der so noch alles für einen Komfort hat. Ich finde, der ist sehr genial gemacht, wirklich. Dann kannst jetzt der hier. Passt der Thatcher? Dann sehen wir hier auch sehr gut gemacht. So, dann fahren wir jetzt mal rüber.
Dann kannst du den hier mit der linken und rechten Maus den so rauf und runter. Das sieht echt gut aus, wenn er so ist. Dann wirkt er richtig aggressiv, gefährlich, bissig. So, dann Rundumleuchte. Vorne Zusatzscheinwerfer. Hinten. Blinker. Hinten vorne. Das normale Licht. Vorne. Hinten. Bremslicht. Rückfahrlicht hat er keins. Aber ein Rückfahrwarnton hat er. Dann können wir, das ist auch echt sehr gut gemacht, wenn wir rangehen, also links umschalten, dann kannst du hier die Haube aufmachen. Dann kannst du hier die Fronthydraulik, das alles einklappen, und dann verschwindet das. Das kannst du also von innen drin nicht machen. Dann siehst du hier, die Seitenverkleidung liegt hier auch dran. Nicht versehentlich eingestiegen. Dann können wir das hier, wenn wir hier rangehen und wir wollen wieder das hier zumachen. Hier die Seitenverkleidung wieder ran, haben wir gesehen. Und die Haube geht schön zu. Wir gehen den jetzt wieder raus. Auch toll finde ich, dass du jetzt zum Beispiel. Jetzt müssen wir schauen, ob ich jetzt richtig stehe. Dann kannst du hier die Rundumleuchten einklappen. Schauen, ob hier noch was machen kann. Ob jetzt das Fenster von außen geht. Nein, das geht nicht von außen. Dann gehen wir jetzt mal die Innenansicht. Dann kannst du hier das Lenkrad auftun, vorklappen. Kannst den Motor ein- und ausschalten. Dann gehen wir das Lenkrad wieder ein bisschen runter, ein bisschen vor. Dann kannst du hier die Rundumleuchte ausschalten. Dann hier kannst du das Arbeitslicht hinten anschalten. Gehen wir jetzt mal in die Außenansicht, dann sehen wir, dass es an ist. Dann kannst du hier Arbeitslicht vorne, sehen wir. Dann kannst du hier Warnleuchte, also die Warnblinker sind damit gemeint. Das schalten wir jetzt auch aus. Dann kannst du hier Arbeitslicht, war mal herab, Rundumleuchte, das war's. Dann kannst du hier das Licht ein- ausschalten, wie du normal mit F machen kannst. Auch dann kannst du hier die Tür aufmachen. Ist mit Sound. Fällt mir sehr gut. Da sehen wir das jetzt gleich hier. Dann kannst du hier die Scheibe aufmachen. Dann mal schauen, was wir hier machen können. Heckelektraulik kannst du so her auch hoch und runter fahren. Finde ich tolle Sache. Schauen wir mal, ob das jetzt von außen jetzt auch geht, hier vorne. Nein, das geht hier nicht. Dann musst du vorne stehen. Dann kannst du wieder hier die Türe zumachen von außen oder innen. Dann gehen wir jetzt in die Innenansicht rein. Da ist es hier, kannst du Licht hier an der Seite anschalten oder aus. Das müsste jetzt ausgehen, ja. Leider kannst du hier das Rollo nicht nach unten ziehen. Dann kannst du hier den Drive Control ein- und ausschalten oder hier die Fronthydraulik, also ein- und ausschalten, also rauf und runter ist damit gemeint. Dann kannst du hier den Computer starten. Schauen wir mal, ja, was da siehst du hier die Drehzahl und alles auch dargestellt. Zollstick ist auch animiert. Lenkrad funktioniert auch. Pedale leider nicht animiert. So, dann gehen wir jetzt mal in die Optionen und schauen uns, was wir hier machen können. So, dann haben wir hier also Waldkonfiguration für 10.000. Da haben wir so einen Überrollbügel und dann haben wir hier für 5.875 den 824er Vario für 395 Euro Unterhalt. Hast du 246 PS, 181 kW. Und was haben wir hier noch? Also Reifenrad. Mit Radgewichte für 6.530 Euro. Dann Felgenfarbe können wir auch noch wählen. Jetzt nehmen wir schwarz und hier normalen Lack. Nehmen wir auch mal schwarz für 2.000 Euro. Die Felgen 400 Euro, die Lackierung. Dann haben wir hier Auspuff, Grill, das war Chrom für 1.800. Schauen wir uns mal an, wie der ausschaut. Und da sehen wir, hier haben wir einen echt heißen, aber eigentlich für die Waldkonfiguration wäre natürlich schöner gewesen. Orange von mir zu wählen, aber das können wir jetzt da eh noch machen, dass wir das nachher sehen.
gehen wir jetzt in die Optionen rein. Dann hast du für 10.640 Euro hast du 265 PS, 195 kW und 395 Euro Unterhalt. Und dann nehmen wir natürlich die Hauptfarbe jetzt Orange wegen der Frost. Das wollen wir dann so sehen. Und die Felgenfarbe nehmen wir Rot. Bin ich wirklich gespannt, wie das jetzt dann ausschaut. Und da haben wir es jetzt da. In Rot sieht es natürlich besser aus. Da kannst du hier hinten den Anbauteil ranmachen. Wir können ja mal schauen, ob das im Shop auch noch da ist, weil ich habe da so viele Bilder gesehen, Forstbereich. Ob da was ist, wäre ja natürlich ja toll, wenn das in der Option wäre. Nein, haben wir Licht dabei, das ist ein separater Mod. Ist irgendwie schade. Hier sehen wir jetzt dann das Radgewicht und die Reifen natürlich. So. Dann haben wir natürlich noch weitere Sachen, was wir machen können. Die Forst ist weg, haben wir wieder Standard. Dann haben wir den 828er Vario für 19.074 Aufpreis, haben wir 287 PS und 211 kW und immer noch den gleichen Unterhalt. Dann gehen wir mal her, dann haben wir hier 900 R42 Reifen für 2728. Nehmen wir mal eine andere Farbe, das sieht sonst eben langweilig aus. Und wir nehmen hier graue Felgen für 400. Ja, Chrom ist das immer noch das gleiche, also lassen wir das beim Chrom so her. Es gibt jetzt nur noch die Reifen und ich finde in der Farbe sieht er auch sehr toll aus, wie wir ja sehen. Und schauen wir uns mal genau das mit dem Chrom an, sieht auch sehr toll aus. Und dann schauen wir uns als nächstes, was wir hier noch machen können. Dann haben wir hier also die gleichen Reifen nochmal, bloß mit dem Gewicht für 9.285 Euro. So, gehen wir mal so vor. Dann sehen wir das hier. Und ich habe hier glatt was vergessen. Gehen wir nochmal in die Innenansicht. Steuerung Y. Da kannst du dann die Spiegel kannst du einstellen. Jetzt müssen wir mal schauen. Kannst mit der linken und rechten Maus die nach innen drehen oder außen. Müssen wir mal schauen, da muss den noch ausklappen. So, jetzt klappen wir den Spiegel erstmal aus. Und so, mit beiden Tasten müssen wir schauen. Also, du kannst den jetzt so mit der linken dann so verdrehen, den Winkel einstellen. Und bei der rechten Seite kannst du den auch jetzt so vordrehen. Und mit der rechten Maus drehst du ihn nach innen oder außen. Und mit der mittleren Taste kannst du ihn nach oben, unten drehen. Das ist eine tolle Sache. Und bei denen ist das links und rechts mit der mittleren Maus. Und mit dem kannst du hier mit dem mittleren Mausrad kannst du die Kamera hier innen drin die Höhe einstellen, wie du haben willst. Ist auch eine tolle Sache. Dann drückst du wieder Steuerung Y, dass du, wie soll ich sagen, nicht versehentlich deine Spiegel verstellst, aber dafür kannst du, wie ich glaube ich schon am Anfang mal gesagt habe, kannst du den, na jetzt muss ich mal wieder hergehen, kannst du normalerweise das Fahrwerk rauf und runter fahren, müssen wir schauen, also vor und zurück, wie sehen wir hier das Fahrwerk halt rauf und runter und natürlich mit Steuerung B tust du die Fahrtrichtung wechseln. Können wir uns das mal von innen drin noch anschauen, wie das nachher ausschaut. Dann haben wir hier unseren Bordcomputer alles da. Dann sehen wir, das passt hier auch. Wenn ich jetzt nach rechts fahre, dann fährt er nach rechts. Und da können wir auch mal gleich testen, wie schnell der fährt. Rückwärts. 65... 63 km/h soll das schnell sein, das ist ein bisschen ungewohnt, so 62 km/h Hammer. Bremsen wir, der braucht ein bisschen länger, bis der steht. Dann drücken wir wieder Steuerung B, gehen wir in die Fahrtrichtung, Wechsel. Und so her, dann haben wir wieder die Vorderansicht. Oh, da kommt jetzt ein Drappi, da müssen wir aufpassen. Eieiei, der Drappi, der hat mich gerammt. Habt's da, und er hupt jetzt auch noch. Uiuiui. Bin ich jetzt hier? Ist jetzt der Feuerwehrwagen.
Ich schau mal gleich hier, also wie schnell wir jetzt sind. 62 km/h. Also umfallen tut er nicht, so leicht, also wenn man hier so sieht. Ja. Fronthydraulik. Wahrscheinlich jetzt simuliert. Und mal so her. So an. So, bremsen. So, dann haben wir noch eine tolle Funktion. Das ist jetzt, da muss ich jetzt in die Außenansicht gehen. Rückwärts macht er 32 km/h rückwärts. Wahnsinn. Ist ein bisschen schnell. So, bremsen. Dann mit der Taste Z simulierst du den Reifendruck. Dann siehst du dann hier auch entleeren. Aber mir fällt jetzt optisch, um ehrlich sein, glaube ich nichts auf. Also die Reifen gehen nicht zusammen, sollte nochmal dann runtergehen. Da können wir jetzt da mal hier noch schauen, was wir hier haben. Wir haben hier noch am Reifen Sachen. Ein Straßenräder. Mal schauen, ob der immer noch tischt, wenn man das hier gemacht hat. Dann haben wir jetzt hier die Kommunalreifen. Sehen sehr gut aus von der Textur her, wie wir ja sehen. Und dann, was haben wir hier noch? Und dann haben wir Standardfeder. Ja, das war eigentlich hier alles, was ich gesehen habe und so her. Und dieses Mod, also der Mod ist so her so tipptopp. Einen Faktor hat er halt hier vorne mit dem Anbaugerät, mit dem Schwader, wie ihr gesehen habt. Aber jetzt ein Grupper, wenn ihr vorne dran hängt oder ein Gewicht oder wie ihr gesehen habt hier unseren Striegel, funktioniert einwandfrei. Sonst passt ja alles dabei her. Ja, wenn dir das Video natürlich gefallen hat, dann schaust natürlich wieder rein. Würde mich natürlich freuen. Hiermit sage ich Servus, grüß euch, euer Franz.